So ist es 13:30 Uhr. Nochmal willkommen an alle, die sich eingewählt haben oder die schon da waren. Wir werden noch eine Minute warten, noch ein bisschen Möglichkeit geben, falls da noch technische Probleme sind, dass sich noch weitere Leute einwählen und dann werden wir gleich anfangen. Okay, laut meiner Uhr ist es 13:31 Uhr, das heißt, wir fangen an. Ich darf Sie alle begrüßen zu diesem Webinar Simulationen von Elastomeren in der 3D Experience Plattform. Mein Name ist Matthias Ernst, bin jetzt seit ja, ungefähr 18 Jahren bei erst Abacus und dann Dassault System beschäftigt im Bereich Simulation im technischen Umfeld und eben auch mit dem Fokus auf Struktursimulation, linear, nicht linear in verschiedenen Produkten. Bevor wir wirklich anfangen, zur Information, ich habe höchstwahrscheinlich wieder zu viel Material vorbereitet. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich keine Zeit haben, am Ende noch live Fragen zu beantworten. Sie können Fragen gerne stellen. In dem Q&A-Bereich bei Zoom können Sie die Frage stellen. Das heißt, ich werde die dann im Nachgang schriftlich beantworten. Ich kann dann also auch sehen, wer das war und die Fragen per E-Mail dann beantworten. Sie können ansonsten auch mir eine E-Mail schicken. Ich habe meine E-Mail-Adresse mit auf der Folie drauf. Ganz am Ende wird diese Folie auch nochmal zu sehen sein. Dann sehen Sie die Adresse nochmal. Das heißt, dann können Sie auch gegebenenfalls direkt bei mir melden. Gut, und damit fangen wir an. Genau, Einführung, das sind Dinge, ja, die sich wiederholen. Das heißt, da werde ich auch nicht vertiefend darauf eingehen. Klar, das System, große Firma, beschäftigen uns mit vielen Dingen. Die meisten kennen höchstwahrscheinlich SolidWorks als CAD-System, haben wir höchstwahrscheinlich auch schon von CATIA gehört. Das heißt, es gibt jeweils eigene Brands mit Produkten, das SolidWorks-Brand mit verschiedenen Produkten, unter anderem eben SolidWorks oder auch CATIA oder wir eben haben eben auch die Innovia-Brand, die sich mit Datenmanagement-Themen beschäftigen oder Delmia, wo es Themen rund um Fertigungsplanung und Fertigungssimulation geht oder eben auch die Simuya-Brand, wo es ja, generell rund um Simulationen geht. Und all diese Technologien kommen zusammen eben auf der 3D Experience-Plattform, das ist also das verbindende Element. Und damit können Sie also diese verschiedenen Bereiche zusammenführen und auf demselben Daten durchgehend dann eben verschiedene Dinge tun. Nicht nur eben Datenmanagement von Ihren CAD-Daten, sondern eben auch viele, viele andere Dinge. Da will ich jetzt aber nicht vertiefend drauf eingehen. Da gibt es andere Webinare. Das ist ein bisschen anderes Thema. Natürlich haben wir da auch Simulationsthemen. Das heißt, diese Muya-Brand hat dort auch ihre, ja, durchaus ausgefeilten Simulationstechnologien mit reingebracht in die 3D Experience Plattform. Das heißt, wir bieten an auf der 3D Experience Plattform Simulationsthemen rund um Struktursimulationen, Strömungssimulationen, Spritzgusssimulationen, elektromagnetische Simulationen, Bewegungssimulationen und das Simulation Review ist eine Möglichkeit, auch dann browserbasiert sich Daten, insbesondere Ergebnisse auch anzuschauen. Werden wir ganz am Ende vielleicht noch sehen, aber generell natürlich der Fokus hier bei dem Thema ist natürlich im Bereich der Struktursimulation. Gut, wichtig auch zu wissen, die 3D Experience Plattform ist also die Umgebung, die wir uns jetzt anschauen zu diesem Thema. Das heißt, dort werden wir unsere Simulationsmodelle aufbauen und auch auswerten. Der Lösungsprozess wird durchgeführt von unseren Gleichungslösern Abacus. Wir haben also zwei Gleichungslöser, Abacus Standard und Abacus Explicit. Das heißt, die führen den Lösungsprozess durch. Das ist also auch wichtig zu erwähnen, denn der Begriff Abacus wird jetzt durchaus häufiger fallen in diesem Webinar, denn es ist natürlich sehr wichtig, gerade bei durchaus anspruchsvollen Simulationen, dass man auch da Gleichungslöser hat, die sehr, sehr fähig sind. Denn ansonsten bringt einem ja das schönste Pre-Post-Processing nicht, wenn die Rechnung dann nicht funktioniert, wenn sie nicht konvergiert. Insofern ist das also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, werden wir hier also auch mit besprechen. Gut. Generell natürlich Elastomer-Bauteile oder Elastomer-Produkte, gummiartige Bauteile. Gummi ist ja ein bisschen heikel zu benutzen, das Wort. Das ist nicht der Fachausdruck, so der allgemeine Begriff, unter dem sich die meisten was vorstellen können.
Fachbegriff ist Elastomer für das Material. Kennen aber eigentlich, ja, sollte jeder kennen aus dem Alltag, natürlich aus Reifen, verschiedenen Dichtungsprodukten, Dämpfungssystemen. Das heißt, die Eigenschaften, die so ein Gummibauteil ausmachen und somit auch das Material mit seinen Eigenschaften, das ist also sehr prägnant und eignet sich dort eben also auch für bestimmte Produkte. Damit wird es aber auch anspruchsvoll, diese Bauteile zu simulieren. Wie verhalten sie sich denn in der Realität, wenn man das simulieren möchte? Da hat man dann eben in der Regel große Verformungen, somit auch große Dehnungen. Die Materialbeschreibung ist damit auch nicht ganz einfach. Wir werden uns also hier in diesem Webinar jetzt auch gleich noch mit Hyperelastizität beschäftigen. Das ist also der Begriff dafür, wie man das Material mathematisch beschreibt. Aber man kann auch andere Dinge noch mit solchen oder ähnlichen Materialien simulieren, auch Verhalten Richtung Viskoelastizität, wenn man also zeitabhängiges Verhalten hat. Ratenabhängigkeit, Dämpfung, noch vieles mehr. Da werden wir jetzt aber nicht vertiefend drauf eingehen. Dann werden wir sehen, wie man da auch Mehrschrittanalysen durchführt, wenn man also irgendwelche Vorbelastungen hat oder verschiedene Laststufen. Und natürlich, gerade wenn man ein Bauteil hat, was große Verformungen mitmacht und mit anderen Bauteilen interagiert, wenn es um Dichtungen geht und so weiter, da ist Kontakt natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und all diese Dinge machen diese Simulation dann nicht linear, dann eben auch mit verschiedenen Quellen der Nichtlinearität. Und das macht das Ganze also auch nicht ganz einfach und ja, braucht man also schon ein mächtiges Tool, um das in den Griff zu bekommen. Und da stelle ich auch jetzt quasi hier schon relativ weit am Anfang die Behauptung auf, dass Abacus, die beiden Gleichungslöser, die wir da haben, also sehr, sehr mächtige Produkte sind. Für im reinen Strukturmechanik, nichtlinearen Bereich und wenn es um allgemeine Simulationen geht, also nicht um irgendein Spezialgebiet, sage ich auch, dass wir da die besten Gleichungslöser mit Abacus haben am Markt, die da die meisten Möglichkeiten bieten und ja, die ausgefeiltesten Algorithmen. Und somit können Sie also mit der 3D Experience Plattform als Pre-Post-Prozessor und Abacus dann als Gleichungslöser da eben Simulationen durchführen, die Sie mit anderen Produkten, mit anderen ja, Konkurrenzprodukten nicht durchführen können oder selbst wenn es funktioniert, dass Sie da oftmals mit Abacus dann eben auch kürzere Laufzeiten haben. Ich habe das natürlich auch verglichen, zum Beispiel mit SolidWorks Simulation. Der Vergleich an sich ist nicht fair. SolidWorks Simulation hat natürlich ein bisschen andere Zielgruppe, primär natürlich auch lineare Simulation, kann aber auch nicht linear, aber dort kann man dann zum Beispiel auch einen Rechenzeitunterschied sehen, Faktor 5 bis 10. Das heißt, die Benefits, die Sie haben, wenn Sie jetzt die Simulation deutlich effizienter und auch in deutlich kürzerer Zeit durchführen können, somit auch den finanziellen Benefit, der ist damit also offensichtlich und ja, ist dann also auch ein Grund, sich zu überlegen, wie man solche Probleme angeht, mit welcher Software man solche Simulationen durchführt. Gut, dann schauen wir uns aber ein bisschen genauer an, auf welcher Basis ich jetzt hier diese Behauptung aufstelle und was wir da so können. Ich habe mal eine Folie ja, erstellt, wo man so die verschiedenen Themen, durch die man durchgeht, wenn man Simulationen durchführt, habe ich mal aufgeführt. In der Regel fängt es damit an, dass man sich um die Geometrie kümmert, das heißt, was will man eigentlich simulieren, dann um Materialien und so weiter, das heißt, all diese Dinge. Und das werden wir mal grob durchgehen, aber nur vereinzelt. Ich habe das Ganze auch mal farblich gruppiert. Das sind also die einzelnen Kapitel, die wir gleich durchgehen werden. Ich sage aber gleich schon mal vorab, natürlich in der kurzen Zeit kann man das nicht vertiefend und ausführlich machen mit allen Möglichkeiten. Das heißt, ich werde mich fokussieren auf die Dinge, die sehr spezifisch sind für die Simulation von diesen Materialien oder diesen Produkten. Das heißt, die Funktionalitäten, die da besonders prägnant sind und wichtig, auf die werde ich nur eingehen. Andere Dinge, die generell noch gehen, kann ich natürlich aus Zeitgründen jetzt nicht drauf eingehen. Das bitte im Hinterkopf behalten. Gut, beschäftigen wir uns erstmal mit ein paar grundlegenden Dingen zu den Materialien, also zu gummiartigen Materialien, zu Elastomeren und was dann eigentlich diese Hyperelastizität ist, von der wir da typischerweise sprechen. Ganz allgemein, Ursprung von dem Material ist also das, was wir im Deutschen als Kautschuk bezeichnen. Gibt es anfangs als Naturprodukt, gibt es mittlerweile auch synthetisch. Das ist so aber noch nicht direkt anwendbar, das muss noch ja, vulkanisiert werden. Das ist also der Begriff, wo mit chemischen Zusätzen und dann auch unter Wärme und Druck das Ganze eben in das eigentliche Elastomermaterial umgeformt wird. Dann verknüpfen sich also diese Polymerketten und geben also das Ergebnismaterial, was wir dann eben kennen und dann auch verwenden. Dieses Materialverhalten, was wir dann bekommen, kann durchaus anspruchsvoll sein. Ich hatte es schon erwähnt. Wir wissen alle aus dem Alltag, dass man so ja, Gummibauteile sehr stark verformen kann. Das heißt, wir haben Dehnung von mehreren 100%, je nach Materialtyp.
Wie gesagt, das Ganze nennt sich Hyperelastizität, wenn wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen, ein bisschen die Herleitung, ist die Annahme drin, dass es erstmal isotrop ist und auch, dass es inkompressibel oder nahezu inkompressibel ist. Auch darüber werden wir kurz noch sprechen. Wir sehen auch rechts, was man simulationstechnisch da machen kann und dass es auch, wenn man es genau betrachten will, nicht ganz so einfach ist. Das heißt, da kann man dann durchaus auch bei zyklischen Belastungen Hystereseeffekte drin haben, all solche Sachen. Und auch bitte beachten, es gibt auch Schäume aus einem ähnlichen Material, die aber andere Eigenschaften haben. Da haben wir also Materialmodell Hyperfoam. Diese Dinge werden wir nicht näher betrachten und auch, wie gesagt, diese ganzen anderen Spezialoptionen werden wir auch nicht näher drauf eingehen. Gut, dann schauen wir uns mal die Hyperelastizität an. Das, was jetzt kommt auf den nächsten drei Folien, das ist eigentlich Lehrbuchwissen. Das hat mit unserer Software nichts zu tun, aber ich würde es trotzdem kurz nur im Schnelldurchgang bringen, weil die meisten das gar nicht wissen und es durchaus mal relevant oder interessant sein kann, was eigentlich die Grundlage der Hyperelastizität ist und was eigentlich dahinter steckt. Kurz anfangen will ich das, klar, Dehnung kennen wir alle, will ich jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen, jetzt für kleine oder für große Verformungen, verschiedene Dehnungsmaße. Es gibt auch noch eine Alternative, um eine Verformung zu beschreiben, und das sind die Streckungen. Habe ich jetzt rechts daneben. Das nur erstmal vorab. Da ziehen wir erstmal einen Strich drunter und dann kurze Einführung in die Kontinuumsmechanik. Da gehen wir also davon aus, wir betrachten einen Körper. Den Körper können wir mit beliebig vielen Punkten uns vorstellen. Und wenn wir jetzt also wissen wollen, wie sich so ein Bereich verformt, können wir einfach betrachten, wie sich die zwei Punkte relativ zueinander bewegen. Das können wir über einen Vektor beschreiben. Wie dieser Vektor sich ändert bei der Verformung, wenn wir also diesen Körper bewegen im Raum und auch verformen, ändert sich dieser Vektor. Diese Verformung können wir beschreiben über etwas, was sich Deformationsgradient nennt. Das ist also quasi die Umrechnungsmatrix von dem ursprünglichen Vektor in den neuen Vektor. Das Problem daran ist so ein bisschen, dass dort auch die Drehung, die Verschiebung mit drin stecken. Verschiebungen sind kein Problem, aber auch die Drehung, die reinen Drehungen des Körpers stecken da mit drin. Die interessieren uns aber nicht. Wir interessieren uns nur für die Deformation. Das heißt, die erste Frage ist, wie bekommen wir dort die reinen Rotationen rausgerechnet aus diesem Deformationsgradienten? Das kann man also machen, indem man das Ganze aufsplittet, erstmal als Vorbereitung, dass man, je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Multiplikation durchführt, man sagen kann, okay, ich kann dort die Rotation separat betrachten. Dann bekommen wir mit U und V einen linken und rechten Strecktensor. Und mit dieser Berechnungshilfe können wir jetzt also die Rotation rausrechnen. Ich habe das Ganze hier mal ein bisschen abgekürzt und nicht alles im Detail ausgeschrieben. Aber damit bekommen wir mit C und B quasi den rechten und den linken Cauchy-Green-Tensor. Und damit haben wir jetzt also nur noch die reine Deformation. Das sind die Rotationen rausgerechnet. Jetzt müssen wir noch unser Koordinatensystem loswerden. Das heißt, wir bilden daraus Invarianten. Invarianten kennt sicherlich jeder. Die Vermiese-Spannung zum Beispiel ist auch eine Invariante. Das heißt, wir bilden jetzt daraus drei Invarianten. Dieses TR heißt Trace, also die Spur von dem Lynx-Cauchy-Green-Tensor, was letztendlich nichts anderes ist als unsere Hauptstreckungen, die da drinstecken. Damit haben wir jetzt also vom Koordinatensystem befreite Komponenten. Die erste und zweite Invariante beschreiben insbesondere die Deformation des Körpers. Die dritte Invariante, die Volumenänderung, dafür gibt es auch eine alternative Formulierung, die habe ich rechts daneben gesetzt. Genau, das erstmal zur so ein bisschen mathematischen Vorbereitung. Hyperelastizität heißt jetzt, dass wir das Bauteil uns betrachten und sagen, okay, es ist elastisch, große Verformung. Das heißt, die Verformungsenergie, die wir reinstecken, muss auch wieder rauskommen, wenn wir es entlasten. Und wir können das Ganze über ein Polynom beschreiben. Das Ganze wird dann über die elastische Energiedichte, also das, was hier als Strain Energy Function beschrieben ist, kann man das machen mit diesen Invarianten oder mit den Streckungen direkt. Es gibt da noch zwei Varianten, wie man das machen kann. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und generell, aber daraus kann man jetzt mit diesen Invarianten, kann man das so ein allgemeines Polynom aufstellen für so eine Energiedichte-Funktion. Deutsch heißt das eben die elastische Energiedichte. Wird entweder als allgemeines Rivlin-Polynom bezeichnet oder auch Mooney-Rivlin-Polynom. Das ist aber erstmal die allgemeine Form. Und da können wir also sehen, dass wir mit diesen Invarianten und Koeffizienten ein Polynom von einer bestimmten Ordnung aufstellen können. Hinten haben wir unsere Kompressibilität. C und D sind unsere Materialparameter. Das hier hinten können wir ignorieren, wenn wir sagen, wir akzeptieren die Inkompressibilität. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt zu unseren eigentlichen Materialmodellen aus diesem allgemeinen Polynom? Und das, was höchstwahrscheinlich jeder, der mit solchen Materialien schon gearbeitet hat,
gesehen hat. Da gibt es zum Beispiel das erste Materialmodell. Das einfachste Prinzip ist das Neo-Hook-Materialmodell. Dort haben wir also dieses Polynom nur das erste Glied genommen, das heißt nur eine Abhängigkeit von der ersten Invariante und auch nur erste Ordnung. Und wir haben also nur einen Koeffizienten, den wir brauchen, aber das Ganze eignet sich eben auch nur für kleine Verformungen aufgrund dieser einfachen Beschreibung. Das, was viele wahrscheinlich auch kennen, ist das Mooney-Rivlin-Materialmodell. Dort haben wir auch nur ein Polynom erster Ordnung, aber wir haben eine Abhängigkeit von den ersten beiden Invarianten, müssen damit also auch zwei Koeffizienten vorgeben. Das ist also für ja, ein bisschen zu Mittel mit der großen Verformung. Für große Verformungen haben wir dann zum Beispiel das Yew-Modell. Dort haben wir nur eine Abhängigkeit wieder von der ersten Invariante, ähnlich wie beim Neo-Hook, aber das geht dann hoch bis zur dritten Ordnung. Das heißt, dort können wir dann auch schon eben größere Verformungen beschreiben. Was auch noch oft verwendet wird für größere Verformungen, was aber ein bisschen anders formuliert ist, ich habe es nur hier mit auf die Folie gequetscht zur Information, das ist das Octen-Modell. Das wird direkt mit den Streckungen beschrieben, ist aber auch dann für höhere Ordnungen, das heißt, da spricht man von der Octen-Familie. Das ist also etwas, das dann auch in der Praxis häufig verwendet wird für sehr große Verformungen. Okay, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber die Koeffizienten schon, ich weiß, welches Materialmodell, wie kann ich dann damit ein Material quasi generieren? Das geht dann relativ einfach. Das heißt, man sagt in der 3D-Experience-Plattform, ich will das Material erstellen, geht in den Bereich Hyperelastizität. Wir sprechen erstmal kurz über Isotrope. Hyperelastizität findet dann diese Materialmodelle. Und je nach Materialmodell ergibt sich daraus dann eben eine Eingabemaske, wo man diese Koeffizienten dann eingeben kann, mit noch gegebenenfalls ein paar Zusatzoptionen, auf die ich jetzt nicht näher drauf eingehen will. Analog läuft das, wenn man speziell dann oder in den Spezialbereich anisotrope Hyperelastizität geht. Das ist aber eher selten im Einsatz. Gut, die Problematik ist aber, okay, was ist, wenn ich diese Koeffizienten und das Materialmodell, was ich benutzen will, noch nicht kenne? Was kann ich dann tun? Wie komme ich an diese Koeffizienten ran und welches Materialmodell passt dann am besten zu dem Material, was ich simulieren will? Gut, es gibt standardisierte Tests. Die kann man dann durchführen oder durchführen lassen. Gibt es verschiedene Institute, die das auch anbieten. Ist die nächste Frage natürlich, okay, was mache ich dann mit diesen Testdaten? Und da kommen wir zum nächsten Kapitel. Wir reden jetzt über die Materialkalibrierung. Das ist also auch ein häufiges Thema bei diesen Materialien. Das heißt, wie komme ich jetzt von diesen Testdaten zu den Koeffizienten und zu meinem Material? Wir haben in der 3D-Experience-Plattform eine Materialkalibrierungs-App, die ist da neu entwickelt und sehr, sehr mächtig. Kann man eben auch für andere Dinge benutzen. Wir fokussieren uns jetzt hier auf die Hyperelastizität, aber auch andere Materialmodelle können da verwendet werden. Was kann man da machen? Ziemlich viel. Natürlich die Testdaten importieren, die dann noch verändern. Dann sagen, welches Materialverhalten man abprüfen will und kalibrieren möchte. Die Kalibrierungseinstellungen vorgeben, die Kalibrierung dann durchführen, die Daten, die Ergebnisse visualisieren der Kalibrierung, daraus dann das eigentliche Material erstellen, speichern und so weiter. Das werden wir uns gleich mal mit zwei Videos anschauen, wo wir uns aber nur auf die Kernpunkte fokussieren aus Zeitgründen. Bevor wir das tun, aber noch der Hinweis, dass es gibt drei Methoden für die Kalibrierung. Es gibt eine analytische Methode, die wirklich nur rein mathematisch arbeitet, die ist dann aber eben auch nur für solche rein mathematischen Materialmodelle, die mit solchen Polynomen zum Beispiel arbeiten. Dann gibt es einen numerischen Modus, wo im Hintergrund sehr, sehr schnell Ein-Element-Rechnungen durchgeführt werden. Und da sieht man schon die Materialmodelle, die man da verwenden kann, die man da kalibrieren kann. Also da gibt es dann deutlich mehr Möglichkeiten, auch in Richtung dann natürlich elastisch-plastisches Verhalten und eben auch noch viel mehr. Und es gibt noch einen speziellen Modus, wo man gesamte FE-Simulationen dann zum Beispiel in ein Element überführen kann mit seinem Verhalten. Das werde ich jetzt hier nicht weiter erklären. Gut, wir beschäftigen uns jetzt natürlich mit der Hyperelastizität, werden dafür auch diesen analytischen Modus nehmen. Das heißt, ich habe hier einen Datensatz von Testdaten, den ich jetzt mal benutzen will als Beispiel. Kommt jetzt aus einer Excel-Tabelle und in jetzt zwei Videos werden wir uns mal anschauen, wie wir das machen können. Das heißt, das erste Video lief nicht los, Moment, neuer Versuch. Ah, jetzt läuft es, genau. Ich bin in der 3D-Experience-Plattform. Ich gehe also in die Materialkalibrierungs-App. Und kann da jetzt eben sagen, ich möchte Testdaten importieren. Gebe dabei also an, woher kommen die Testdaten? Hier jetzt aus einer Excel-Datei. Die wird uns dann angezeigt in der App. Und da kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte als erstes uniaxiale Testdaten importieren. Das heißt, wir haben dort verschiedene Testdaten. Wir importieren erstmal die uniaxialen Testdaten. Das heißt, ich kann die Daten dann dort markieren. Dann sagen, was sind das für Daten? In welchem Format kommen die? In welchen Einheitensystemen kommen die?
Kann dann, wenn das richtig eingestellt ist, noch ein paar weitere Optionen setzen. Aber letztendlich kann ich sagen, ja, diese ersten Datenreihe bitte importieren. Das ist geschehen und dann, das Video wird jetzt beschleunigt, kann ich die anderen Datenreihen importieren. Das heißt, wir haben jetzt noch biaxiale Testdaten. Wie gesagt, das sind diese standardisierten Tests, die man durchführen kann. Dann holen wir uns jetzt gleich noch die planaren Testdaten rein. Und dann als letztes auch gleich noch die volumetrischen Testdaten, die dort rechts stehen. Genau, das ist also erstmal der reine Datenimport von den Testdaten. Und ja, wenn das geschehen ist, sehen wir auch die Kurven von den importierten Testdaten und ja, können damit jetzt also weitermachen. Das heißt, im nächsten Video sehen wir jetzt, dass wir sagen können, okay, was für ein Materialverhalten wollen wir da jetzt verwenden? Wir wollen also jetzt die Hyperelastizität verwenden, erstmal als Überbegriff. Sehen dort, per Default steht da Neo-Hook, wir wechseln aber gleich mal auf Muni-Rivlin. Das sind erstmal die Default-Koeffizienten. Wir wollen jetzt auch alle Tests, alle importierten Tests verwenden und jetzt starten wir die Kalibrierung. Das heißt, da wird jetzt ein Optimierungsalgorithmus verwendet und da werden die Koeffizienten jetzt gesucht, die am besten das Polynom ergeben, was zu den Testdaten passt. Sind aber nicht zufrieden, zum Beispiel mit Muni-Rivlin, können jetzt auch mal gucken, was bei IO rauskommt, wenn wir die Kalibrierung laufen lassen. Oder sind vielleicht auch nicht glücklich, gehen mal zu Okten, wechseln gleich mal auf Okten dritter Ordnung, lassen die Kalibrierung laufen und sehen dann zum Beispiel, ja, das passt in allen Bereichen sehr gut zu den Testdaten, was wir rausbekommen, sehen auch, in welchen Dehnungsbereichen das Material stabil ist und können somit entscheiden, das wollen wir nehmen, wollen daraus jetzt also wirklich das Material machen, was wir für die Simulation dann verwenden können oder gegebenenfalls diese Koeffizienten auch in eine Textdatei exportieren. Okay, eine Folie Bezug auf Materialdatenbank. Die 3D-Experience-Plattform an sich bietet generell eine Datenbankinfrastruktur, das heißt nicht nur für Materialien, sondern für alle Objekte. Somit ist da direkt eine Materialdatenbank vorhanden. Und wir liefern auch eine Materialbibliothek mit für den Bereich Struktursimulation, Lebensdauerberechnung, Spritzgusssimulation und Schrumpfungssimulation. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das Material, was Sie brauchen, mit dabei ist. Und gerade bei gummiartigen Materialien gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Insofern das bitte im Hinterkopf behalten. Gut, dann machen wir schnell weiter. Zeit läuft. Geometrie gehe ich nicht näher drauf ein. Das ist eine Folie, die ich von Kollegen geklaut. Können natürlich die Geometrie aus SolidWorks hochladen, 3D-Experience-Plattform, direkt im User-Interface, dort auch sehr, sehr viele Dinge tun. Wenn Sie da mehr wissen wollen, bitte kontaktieren Sie den SolidWorks-Reseller. Die erklären Ihnen das gerne, was man da alles machen kann. Und nur um sicher zu gehen, dass das auch klar ist, natürlich hat man Assoziativität. Das heißt, wenn Sie eine Simulation aufbauen, die Simulation durchführen, wenn Sie die Geometrie dann in SolidWorks wieder ändern und wieder hochaktualisieren auf die 3D-Experience-Plattform, dann aktualisiert sich auch die Simulation mit. Klar muss man es nochmal laufen lassen, aber die Definitionen aktualisieren sich. Das heißt, wir haben da auch eine Assoziativität. Abstraction will ich nur kurz über Starrkörper reden. Die meisten kennen sich wahrscheinlich, SolidWorks kann ja auch mit Starrkörpern arbeiten, dass man also gerade bei diesem Thema, wo man, wenn man bei Dichtungen und Stahlbauteile und dann die Dichtungen, die eben deutlich weicher sind, hat, dass man sagt, okay, die Stahlbauteile brauche ich nicht. Mit denen passiert sehr wenig, die brauche ich in der Simulation eigentlich nur für den Kontakt. Insofern kann ich sie starr schalten und mir gegebenenfalls da sehr viel Rechenzeit sparen. Das heißt, ich habe ein Beispiel gemacht, wo ich gesagt habe, okay, alles in dem Bauteil innen drin, also diese Gummidämpfer, aber hier ist erstmal alles deformierbar gerechnet. Ich habe eine gewisse Rechenzeit. Wenn ich sage, dieser Pin im Inneren und das Gehäuse außenrum ist aber Stahl, da passiert eh nichts. Interessiert mich auch nicht. Ich definiere die als Starrkörper. Bekomme ich bei derselben Simulation ansonsten, also im selben Netz, selben Last, Randbedingungen und so weiter, kann ich also um die 35% Rechenzeit zum Beispiel sparen. Ist also etwas, worüber man nachdenken sollte. Gut, Vernetzung, das ist jetzt nichts Spezifisches. Generell kann man auch alle Elementtypen verwenden. Es gibt aber speziellen Elementtyp für Materialien, die inkompressibel sind oder nahezu inkompressibel. Problem ist, dass die Inkompressibilität ein weiterer Zwang ist, im Element, der erfüllt werden muss. Und über diese Hybridformulierung, die wir haben, also die spezielle mathematische Formulierung, kriegen wir also einen weiteren Freiheitsgrad mit rein ins Element, womit das also aufgelöst werden kann. Und das macht also dann Sinn, diese Hybridformulierung mit dem H dann mit einzuschalten für die Bauteile, wo man also solche hyperelastischen Materialien hat. Gut, nächstes Kapitel, Berechnungsschritte, also Steps, welche Verfahren verwenden wir da und ein paar numerische Sachen. Generell, ich hatte ja gesagt, Abacus ist sehr, sehr mächtiger Gleichungslöser und ist auch generell in der Lage, Mehrschrittsimulationen durchzuführen. Also wir sagen, ist Multi-Step-fähig. Das heißt, Sie können eine Simulation aus mehreren Rechenschritten aufbauen, in denen Sie jeweils sagen, was für eine
ja, was soll da drin gerechnet werden, was Statisches, was Dynamisches oder Eigenfrequenzanalysen. Das heißt, dort können Sie mit linearen und nichtlinearen Prozeduren sagen, was dort passieren soll und eben auch Lasten-Randbedingungen von einem Schritt zum anderen ändern. Und hier sehen wir jetzt mal eine Liste mit nichtlinearen Prozeduren, die wir haben. Dicker vorgegeben, wahrscheinlich das Arbeitspferd, was man am meisten verwendet, quasi die nichtlineare Statik. Aber ansonsten haben wir auch weitere nichtlineare Prozeduren. Und hier haben wir die linearen Prozeduren. Ich vermute mal, die meisten kennen Eigenfrequenzanalyse und dann höchstwahrscheinlich auch harmonische Anregungen. Das sind also Beispiele für lineare Prozeduren. Und wie gesagt, Sie können jetzt Simulationen definieren, die aus beliebig vielen Schritten bestehen, wo Sie sich aus diesen, ja, aus diesen Bibliotheken von Prozeduren bedienen können und damit Ihre Mehrschrittsimulation aufbauen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal ein Beispiel an. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Flansch-System nehme, wo innen drin auch so eine Dichtung ist, da kann ich jetzt sagen, okay, ich mache eine Simulation aus 4 Steps. Das sind jetzt aber alles 4, ja, sind alles 4 nichtlinear statische Schritte. Das heißt, die Prozedur ist immer dieselbe in den 4 Steps, wo ich jetzt erstes zum Beispiel die Schrauben festziehe, dann Innendruck reingebe auf diese Hohl- oder Innenräume. Dann kühle ich das Ganze vielleicht ab, um zu sehen, wie verändert sich dabei der Kontaktdruck an der Dichtung. Ist der dann noch ausreichend? Oder ich ziehe dann auch im letzten Schritt mal außen an den beiden Flanschbauteilen, um zu sehen, ob ich da noch ausreichend Kontaktdruck habe. Das kann man also alles machen. Kann man dann auch so in Tabellenform visualisieren, in welchem Berechnungsschritt wirken welche Lastenrandbedingungen. Das kann man also entsprechend einstellen. Hier ein anderes Beispiel will ich nicht zu sehr diskutieren. Das ist also eine Wellendichtung. Auch hier kann man mit 4 Rechenschritten und Starrkörper in den Montageprozess erst simulieren, die Rückfederung, wenn das Werkzeug rausfährt und wenn dann die Welle reingefahren wird. Also auch hier 4 Berechnungsschritte, 4-mal nichtlineare Statik. Bietet auch noch andere Möglichkeiten. Hier sind wir jetzt 3 verschiedene Ergebnisse, die aber sehr, sehr ähnlich sind, wurden noch mit 3 verschiedenen Verfahren berechnet. Die Möglichkeiten bieten wir natürlich auch dann. Das heißt, statische Berechnung mit Stabilisierung, weil hier am Ende schnappt das Ganze durch. Wir haben ja auch eine Art Instabilität drin, eine Art Beul-Effekt. Hier haben wir auch Kontakt, das ist also auch nicht übersehen. Und deswegen auch hier mit Dämpfung quasi, und das rechnet ungefähr 50 Minuten. Auch statisch gerechnet, das kann ich auch dynamisch rechnen. Dann rechne ich es ungefähr 31 Minuten. Ich kann es aber auch in Abacus explizit rechnen. Und da kommen wir auf eine Rechenzeit von 6 Minuten. Wie gesagt, es hat Gründe, die ich jetzt nicht vertiefen will. Wir haben dazu mit dem Kollegen Andreas Klump haben wir dazu einen Vortrag gehalten vor 2 Jahren auf der Trade Experience World. Wer da also mehr zu wissen will, speziell zu Abacus explizit und wie man dort auch komplizierte statische Simulationen lösen kann, der kann da gerne nachschauen oder mich kontaktieren, wenn man die Unterlagen haben möchte. Gut, es gibt noch verschiedene Spezialdisziplinen, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht tiefer drauf ein, dass man also auch Simulationen verzweigen kann, dass man sagt, okay, basierend auf Vorlasten habe ich dann verschiedene Betriebslasten, die aber nicht aufeinander aufbauen. Das heißt, ich will eine Simulation ab einem bestimmten Zustand aufgreifen und dann verändert weiterlaufen lassen. Das sind jetzt hier Beispiele für Restart-Simulationen. Solche Dinge und noch einiges mehr geht da also auch. Gut, Randbedingungen, Lasten und Kontakt. Generell, ja, könnte sich bedienen aus all den Dingen, die man machen kann im Bereich Randbedingungen, Lasten. Eine spezielle möchte ich aber ansprechen, nennt sich Pressure Penetration. Damit kann man also eine Drucklast definieren, die sich den Kontakt, den Weg freidrücken kann in geschlossene Kontaktregionen rein. Das ist natürlich insbesondere interessant für irgendwelche Dichtungsprodukte. Man wissen will, wie verformen die sich, wenn der Druck vielleicht im Inneren weiter ansteigt und wie kann der Druck vielleicht irgendwo reinkriechen. Auf den Bildern hier kann man das nicht richtig sehen. Das ist natürlich eher ein Praxisbeispiel. Ich habe mal ein kleines Testbeispiel nur gebaut, wo man das deutlicher sehen kann. Wir fokussieren uns mal hier oben drauf. Das heißt, wir haben ja die Dichtung. Ich habe hier unten einen Starrkörper. Im ersten Schritt presse ich die zusammen, um einen gewissen Kontaktdruck herzustellen. Und dann gleich kommt hier links der Druck drauf. Und das ist eben dieser Pressure Penetration Druck. Das heißt, der kann sich seinen Weg freidrücken. Und das sieht man dann auch. Ich habe es also auch so definiert, dass man es deutlich sehen kann und auch, dass er am Ende komplett durchgehen kann. Und da sieht man jetzt, da kann sich seinen Weg freidrücken. Das heißt, überall da, wo der Kontaktdruck unter einen voreingestellten Grenzwert fällt, kann der Druck aufgebracht werden. Und durch die Verformung an diesem Bereich kann der Kontakt sich wieder ablösen im nächsten Element. Und so kann der Druck dann reinwandern. Das ist also eine sehr interessante Funktionalität für solche Anwendungen. Kontakt, hat wie gesagt, ist ein wichtiges Thema und auch ein anspruchsvolles Thema. Und solche Dinge hier, das ist alles andere als trivial. Und das können Sie auch gerne mal mit anderen Programmen probieren. Das ist also durchaus anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob die Animation richtig rüberkommt. Wir haben also sehr, sehr mächtige Kontaktalgorithmen. Wir haben sowohl auch einen General Contact als auch Kontaktpaare. Ein General Contact heißt, man muss selbst nicht sagen, welche Regionen sich kennen sollen. Das ermittelt der Gleichungslöser selbst. Das Ganze basiert auf den Surface-to-Surface-Formulierungen. Diese Surface-to-Surface-Formulierung sieht man auch als Begriff in anderen Programmen.
ist aber nicht dasselbe. Das heißt, wir haben da eine eigene Formulierung und die ist also auch deutlich besser als das, was andere Programme da anbieten. Das heißt, bei uns kann man da auch deutlich anspruchsvollere Simulationen lösen, wie hier jetzt auch zum Beispiel Dichtlippe, große Deformationen, Selbstkontakt, Kontakt zu dem Starrkörper. Ja. Es gibt da noch viel, viel mehr Themen, die jetzt aus Zeitgründen wegfallen müssen. Ich werde gleich noch eine Folie zeigen zu Presspassungen. Natürlich Reibungen verschiedensten Ausprägungen und verschiedene andere Dinge. Wer da mehr wissen will, ich habe da mit einem amerikanischen Kollegen auf der diesjährigen 3D Experience Board einen Vortrag gehalten zu dem Thema. Auch die Unterlagen kann man gerne bei mir anfordern, wenn man sich dazu informieren möchte. Genau, Presspassungen nur kurz. Man also sagt, okay, ich habe einen Montageprozess, wo das vielleicht erstmal ineinander gepresst wird und dann kommt eigentlich erst die Betriebslast, dann können wir auch das berücksichtigen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal diesen Faltenbalk nehmen, ist die Anfangssituation für die Simulation ist durchdrungen. Das heißt, hier ist mit der Schnittebene jetzt drin, sehen wir ein Halbmodell. Das Weiße ist ein Starrkörper und wir sehen, die Körper durchdringen sich am Anfang der Simulation, das ist gewollt. Und ich kann jetzt also sagen, das soll eine Presspassung sein. Das heißt, Abacus rechnet das mit Kräften auseinander und das heißt, nach dem ersten Berechnungsschritt haben wir jetzt also Spannung, Verformung, Kontaktkräfte. Damit haben wir also jetzt die Montage simuliert und danach können dann zum Beispiel das Verkippen der Achse kommen oder dann auch noch eine Taumelbewegung. Das kann man ja auf dem Bild nicht sehen, um zu sehen, was passiert dann also mit dem Faltenbalk. Gut, letztes Thema, Ausführung der Simulation. Klar kann man lokal rechnen, kein Thema. Laptop ist ja auch nur ein Symbolbild, es ist jetzt egal, ob Laptop oder Workstation. Wir bieten aber natürlich dadurch, dass das eine cloud-basierte Umgebung ist, auch die Möglichkeit an Alternativen dazu. Wenn man also sagt, ja, mein Laptop ist dafür vielleicht für eine größere Simulation, hat nicht genug Speicher oder die Rechnung läuft zu lang, ich habe da auch nicht genug Rechenleistung, Rechenpower drin oder ich muss an der Maschine weiterarbeiten, das ist also nicht günstig, da jetzt eine Rechnung läuft oder der Lüfter wird dann laut und nervt mich. Das heißt, wir bieten auch die Möglichkeit des Cloud-Computing an, dass man die Simulation also bei uns auf unserer Hardware in der Cloud rechnet. Und da sind auch schon kostenfreie Möglichkeiten direkt mit inkludiert. Das heißt, jeder Anwender kann eine Simulation in die Cloud schicken und dort auf bis zu 8 Kernen rechnen, ohne dass es irgendwas extra kostet. Wie gesagt, das gilt generell. Eine Simulation zu einem Zeitpunkt pro Anwender mit auf bis zu 8 Kernen. Das heißt, wenn man das mal umrechnet, hat man automatisch über 70.000 CPU-Stunden jedes Jahr dabei. Das ist ein erheblicher Mehrwert, den wir da auch mitliefern. Wenn man höhere Anforderungen hat, mehr Rechenleistung braucht, kann man natürlich auch das noch mit dazu nehmen. Das kostet dann aber wir bieten die Möglichkeit an, bis zu 144 Kerne für eine Simulation zu benutzen. Das ist also das, was maximal möglich ist, wenn man also möglichst schnell eine Simulation durchführen möchte. Post-Processing habe ich aus Zeitgründen nicht weiter hier drin. Da geht sehr, sehr viel, auch sehr performant. Habe ich jetzt rausgenommen. Die einzige Sache, die ich hier noch zeigen möchte, kurz, ist auch, dass man im Browser sich Dinge anschauen kann. Das heißt, ja, wo man ist, ob man ein Tablet hat oder vielleicht auch eine ganz andere Maschine. Man loggt sich im Browser ein in der 3D Experience Plattform, kann dort seine Ergebnisse sich greifen, öffnen in diesem Widget und dann auch ein vereinfachtes Post-Processing durchführen, wo man sich die signifikanten Sachen anschaut. Das heißt, hier jetzt mal die Miesespannung mit Animationen. Genau, mit verschiedenen Optionen. Auch, dass man sich anzeigen lassen kann, okay, Zwischenergebnisse, was sind dort für Ergebnisse, Legende kann man einstellen. Kann dort auch sich dieses Seitenpanel öffnen, wo man mehr Informationen findet zu irgendwelchen Minimal-, Maximal-Ergebnissen. Elementqualität oder welche Materialien habe ich dort zugewiesen, wie sind die Materialkoeffizienten. Das kann man prüfen. Hier jetzt noch eine andere Variable und wenn man sagt, ja, der weiße Hintergrund ist nicht so schick, ich würde das auch teilen, das Ganze, kann man Hintergründe ändern und von hier aus kann man es dann auch in Communities zum Beispiel teilen, das Ergebnis, wenn man also seinen Kollegen mitteilen will, okay, Simulation ist gelaufen, das sind die Ergebnisse, dann kann man das also machen. Okay, zusammenfassend, schon knapp über der Zeit, kann man also sagen, dass wir also mit der 3D Experience Plattform sehr, sehr mächtige Simulationsfunktionalitäten haben. Die Materialkalibrierung ist eine sehr interessante Funktionalität, um eben Testdaten umzuwandeln, dann eben in hyperelastische Materialmodelle und dann eben mit Abacus im Hintergrund kann man eben auch sehr anspruchsvolle Simulationen durchführen und das Ganze mit assoziativer Anbindung von SolidWorks natürlich, sodass man auch Studien durchführen kann, die Geometrie ändern kann und dann die Simulation immer wieder aktualisieren kann. Dadurch, dass wir also mit Abacus dort arbeiten, haben wir also auch klassenbeste Algorithmen in vielen Bereichen, was große Verformungen angeht, was Kontakt angeht. Und man kann dort also sehr anspruchsvolle Simulationen durchführen, findet auch sehr viele Spezialeinstellungen. Wenn man also wirklich ganz spezielle Dinge tun will, gibt es dann auch entsprechende Optionen, die man dann gegebenenfalls nutzen kann.
Das heißt, in der Summe können Sie also durchaus komplexe Simulationen durchführen, die Sie jetzt vielleicht aktuell nicht durchführen können mit der Software, die Sie nutzen, oder auch sehr viel Rechenzeit sparen, weil das Ganze einfach deutlich besser konvergiert und auch deutlich schneller rechnen kann. Und mit dem Cloud Computing können Sie diese Rechnung eben auch weg von Ihrer eigenen Hardware durchführen und somit auch nochmal einen Benefit haben. Okay, damit sind wir durch das Thema. Das war also ein Schnelldurchgang durch all diese Elastomer-Themen. Wie gesagt, ich werde im Nachgang gerne auch noch Fragen beantworten. Sie sehen auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Und Sie werden auch am Montag noch eine E-Mail bekommen, wo Sie dann auch einen Link finden, wo Sie die Aufzeichnung sich nochmal anschauen können. Insofern können Sie gegebenenfalls, wenn jetzt bestimmte Dinge hier zu schnell gingen, da auch nochmal reinschauen. Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich gerne. Ansonsten möchte ich die Sache jetzt hier beenden, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Webinar. Auf Wiederhören.